Der erste Motorsportclub Steyr wird seit mehreren Jahrzehnten von einem Mann geprägt, von Hugo Brandstätter. Beim 51. Teileflohmarkt im Sportzentrum Garsten fehlt der Motorsportveteran krankheitsbedingt. Seine Agenten wurden kurzfristig von Roman Eichhübel übernommen. Naja, es sind schon einige Jahrzehnte, dass ich Mitglied des ersten MSC Steyr bin. Die genaue Jahreszahl weiß ich nicht mehr, aber ich gehöre mehr oder weniger zu den Gründungsmitgliedern des ersten Motorsportclubs Steyr unter Hugo Brandstätter und seinem Team. Und deshalb ist für den langjährigen Stadtpolitiker die Eröffnung des Marktes eine Ehre. Das Interesse ist nach wie vor ungebrochen. Man sieht es an der Anzahl der Besucher, die aus nah und fern kommen. Es ist immer wieder ein Anziehungspunkt dieser Teilemarkt und überhaupt die Veranstaltungen von Hugo Brandstätter und seinem Team erfreuen sich quer durch Österreich besonderer Beliebtheit. Und das bedeutet auch für die Stadt Steyr eine sehr große Bedeutung, weil dadurch viele wiederkommen und die Schönheiten der Stadt Steyr und die Umgebung genießen. Die Gemeinde Garsten ist für den ersten MSC Steyr ein wesentlicher Veranstaltungspartner. Ja, ich habe jetzt natürlich eine sehr starke persönliche Beziehung. Ich habe schon viele Male die Eröffnungen hier miterlebt und auch den Teileflohmarkt dann gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Politik besucht. In diesem Jahr habe ich die Ehre gehabt, ausgezeichnet zu werden vom ersten MSC Steyr. Hugo Brandstätter und Herr Rieder waren bei unserem Neujahrsempfang präsent und haben wir das goldene Ehrenzeichen mit den drei Rubinen überreicht. Und das ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung des MSC Steyr. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die steht mir nur zum Teil zu. Mein Amtsvergänger hat sich auch schon sehr dafür eingesetzt, dass diese Veranstaltung hier in Garsten so gut über die Bühne geht. Und es ist auch eine Anerkennung unserer gemeinsamen Aktivitäten. Ja, das ist eine sogenannte gelebte Nachbarschaft und Partnerschaft. Der erste MSC Steyr veranstaltet ja hier schon seit Jahren und jetzt zum 51. Mal diesen Teilemarkt hier. Und es gibt hier auch keine Eifersüchteleien zwischen Steyr und Garsten, sondern man sieht ja auch aufgrund der Anzahl auch der Vertreter der Stadt Steyr, dass es hier eine gelebte Partnerschaft und ein gelebtes Nebeneinander und gute Nachbarschaft gibt. Ich gratuliere dem Hugo Brandstätter dazu, dass er wieder diese Veranstaltung so bravourös durchführt, beziehungsweise auch jetzt in seiner Abwesenheit seine Vertreter alle. Ich wünsche ihm gute Genesung und gute Besserung und freue mich darauf, dass wir beim nächsten Mal wieder hier sehen werden, denn ich glaube, es ist wichtig, auch die Tradition des Motorsports und vor allem des Autos und der Motoren hier in Steyr hochzuhalten. Hugo Brandstätter pflegt auch vom Krankenhaus aus seine Kontakte. Ich war also sehr erstaunt, dass mich plötzlich auf Facebook eine Nachricht erreicht hat von Hugo Brandstätter, wo er mir geschrieben hat, dass er heute über diese Veranstaltung und ob ich komme. Und ich habe also wirklich festgestellt, also auch der erste MSC ist sozusagen, also nutzt diese sozialen Medien, um sich bekannt zu machen und hier auch eine Fangemeinde zu bekommen. Und die hat er. Und die Fangemeinde, die den Markt besucht, beginnt um 6 Uhr in der Früh mit der Suche nach dem richtigen Teil, der richtigen Lektüre bzw. dem richtigen Fahrbahnuntersatz. Ja, ich komme immer jedes Jahr sehr gerne hierher und weil ich ja selber früher Oldtimer-Freund war und ich muss sagen, das ist die beste Gelegenheit, weil so viele Aussteller wie da sind, gibt es eigentlich fast nirgends und mir gefällt das recht gut und auf dieser Stelle muss man auch sagen, es ist erstaunlich, wie großartig eigentlich diese Veranstaltung gemacht wird und wie viel Interesse da herrscht bei dem Publikum und auch bei den Ausstellungen, also tadellos sehr gut. Der nächste Teileflohmarkt wird im Spätherbst Garsten parkplatzmäßig wieder in den Ausnahmezustand versetzen.